Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Hier sind der Tommy von Two Crazy Games und der Klabautermann. Hallo. Von Klabautermann LP, beziehungsweise der Tommy, der liegt hier unten drin. Der ist nämlich leider verstorben. Und ich fahre jetzt mit unserem Autochen, fahre ich jetzt zurück zu ihm. Ja, hol mich ab. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, von meiner Wenigkeit. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin ja letzte... Ich bin ja letzte Folge irgendwie abgenippelt. Ich sehe dich nicht. Ich sehe kein Icon von dir. Ich bin in der Basis. Ja, ich sehe aber kein Basis-Icon. Das ist schlecht. Ich fahre jetzt mal zu diesem Berg zurück. Eigentlich müsstest du nur umdrehen und geradeaus zurück. Ich bin jetzt erstmal in so einem kleinen Huppelchen hängen geblieben. Ich sehe dich nämlich auch nicht. Nicht so wirklich. So, aber ich wollte ja gucken, dass wir hier ein mittelgroßer Fabrikator, der müsste ja rein theoretisch. Da hat jemand grünes Zeug liegen lassen. Das war da, wo wir vorhin die Ressourcen abgebaut haben. Ja, es war tatsächlich irgendwie mittelgroßer Fabrikator. Der war ja hier übrig, ne? Der mittelgroße Fabrikator. Huch. Kleiner Fabrikator. Ich setze die mal alle hier irgendwie auf das Dingens drauf, damit die mal aus der... Jetzt sehe ich dich zumindest. Auf Plattform platzieren. Ich weiß gar nicht, das war das ganze Zeug, was wir ganz am Anfang irgendwie... Und ich muss hier steile Berge rauf, um zu dir zu kommen. Wahrscheinlich geht mir gleich der Saft aus. Das kann ich ja alles irgendwie... Konnte ich das hier irgendwie hinstellen? Ach, da bist du ja. Klappi, da bist du ja. Ja, da bin ich ja. So, habe ich gut geparkt? Ja, sieht zumindest halbwegs gut aus, ja. So, nimmst du mich mit? Hast du mein Zeug mit? Nee. Ich lade jetzt erstmal den Wagen auf. Gut. Aber auch das geht nicht. Ich hatte vorhin sogar noch den Sauerstoff dabei. Warum geht das jetzt nicht? Warum kriegen wir diesen Wagen nicht geladen? Haben wir gerade. Eine Frage, was muss ich drücken, wenn ich eine Ressource einfach nur. Um das direkt in mein Dings zu parken. Wenn du eine Ressource was machen willst? Wenn ich eine Ressource anwähle, ja, und will nicht meinen Rucksack aufmachen, um das in meinen Rucksack zu packen. Welche Taste muss ich da nochmal drücken? E. Also wenn du es in der Hand hast, einmal kurz E drücken. Ah, okay. Alles klar, so war. Okay, verstanden, danke. Ich hab's herausgefunden. So, ich pack dir hier mal auf die Forschungsstation von deinen Verbindern welche drauf. Und hab hier ein Aluminium gefunden. Wir müssen irgendwie mal diese... Kann man ja eigentlich Dinger irgendwie auch wegpacken? Was meinst du mit wegpacken? Naja, so abreißen oder so. Module abreißen, die man nicht mehr braucht. Ich glaube nicht, aber welches brauchen wir denn nicht mehr? Naja, hier diese zwei Fabrikatoren irgendwie. Ach so. Ja. Keine Ahnung. Großer Fabrikator. Kleiner Fabrikator, ja. Das braucht man ja nicht wirklich. Das frisst ja im Endeffekt auch nur Strom. Ah, ich hab zwei Kanister dabei gehabt. Ich habe jetzt gerade, ich schlepp gerade vier Kanister mit mir rum. Das ist ein bisschen viel. Ach so, super.
Das ist doch wunderbar. So, das kleine Raumschiff habe ich tatsächlich schon erforscht. Ich guck mal gerade, was man dafür noch braucht. Der offene Dreisitzer beispielsweise. Den will ich mal noch nicht erforschen. Das Shuttle kann ich aber wo bauen? In der Shuttle-Rampe? Oder was brauchen wir dafür? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Okay, das finden wir raus. Da bin ich mir sicher. Mittelgroßer Drucker, mittelgroße Plattform, extra große Plattform, Boost-Modus, schmale Anpassung, breite Anpassung, Dynamit, Feuerwerk. Kann man es vielleicht in der Fahrzeugbucht bauen vielleicht? Tatsache, ja. Wir können hier einen Shuttle bauen. Dafür brauchen wir einmal Aluminium und zweimal Gemisch. Einmal Aluminium und zweimal Gemisch. Ja, wir können das vor allem, können wir auch, was wir nicht da haben, können wir braten. Ja, das Aluminium nehme ich mal kurz hier runter, was schon fertig ist. Aber wir brauchen Gemisch. Wir brauchen Gemisch, dann brate ich ein bisschen Gemisch. Genau, brat mal Gemisch. Diese Verbindungen, die hier stehen, waren die von mir? Alles, was an der Forschungsstation steht, war von dir. Danke. Ja, gerne. Achtung, Sturm. Ja, wobei der zieht nicht vorbei. Der Sturm hat mich vorhin getötet. Ich wurde auch nur von einem kleinen Dings getroffen, ne? Also so ein ganz kleines Miniteil. Das ne? ist sofort, ja. Also es gibt Bereiche des Sturms, die einfach nur an dir vorbeiziehen. Ja. Und die sind halt, die schränken die Sicht ein und machen Krach. Und dann gibt es Sturm, der kleine Fragmente mit sich mitführt und durch die Gegend schleudert. Und der jetzt auch hier. Warte mal, du bist gerade bei mir sehr, sehr leise. Ich will mal gucken, ob du bei mir im Discord irgendwie richtig. Dein Sturm ist wahrscheinlich sehr, sehr laut. Nee, warte mal. Welde? Da drüben fliegt zum Beispiel eine Maschine von uns durch die Gegend, die der Sturm durch die Gegend geschubbert hat. So, jetzt bist du nämlich nicht mehr auf der Game-Spur, sondern auch auf der Discord-Spur, so wie es vorher. Ich bin voll auf der Discord-Spur. Ja, also das war jetzt ein Sturm, der in der Tat uns sogar nichts getan hätte. Das weiß man aber allerdings genau. Wirklich. Man weiß nicht, wie er über uns drüber zieht. Huch, ich bin direkt mal auf dem Dach gelandet. So, hier kannst du dich an Gemisch bedienen, so viele brauchst. Super. Ich versuche mal die Maschine, die ich hier durch die Gegend habe fliegen sehen, wieder aufzuladen. Ach ne, es ist ein kleiner Fabrikator. Und unsere ganzen Sitzmöbel fliegen durch die Gegend. So, Freunde der Sonne. Jetzt wird ein Shuttle gebrutzelt. So, dann brauchen wir die Sitzplätze vom... Was ist das denn? Ach, das sind Solarpaneele. Kaputte. Eine Frage, was ist denn... Was können wir denn machen, damit... Also erstmal zum Gesicht. Nee, wofür? Das können wir machen, ja. Was können wir machen? Was brauchen wir fürs Shuttle? Brauchen wir diesen offenen Dreisitzer vielleicht? Ich vermute mal ja. Sonst können wir. Also. Warte doch mal, bis das Chassis geprintet ist. Und ich weiß auch nicht genau, ob uns das reicht, dass wir ein Shuttle haben. Also, wenn man da zwei einzelne Sitze reinpacken kann, dann brauchen wir ja keinen Dreisitzer. Wenn man das aber nicht kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Dreisitzer brauchen. Weil so ein Shuttle ist ja eine Sache, aber da muss ja auch Energie dran. Das heißt, wir müssen wohl überlegt dann irgendwie agieren. Guck mal, siehst du, ich wollte gerade sagen, in welche Himmelsrichtung, aber wenn du hier vor dem Drucker stehst, ne? Ja.
Siehst du da hinten diesen großen Berg, wenn du... Siehst du, wo ich hinzeige? Kleinen Moment, ich mag hier gerade noch eine Sache printen. Ach, noch ein Gemisch willst du haben. Mann, Mann, Mann. Ist ja alles, was du willst. Da. Jetzt aber. Guck mal hier hin. Achso. Komm mit. So, jetzt lasse ich den hier drucken und komm mit dem Tommy mit. Guck mal in die Richtung, wo ich gucke. Da hinten, dieser grüne Berg. Siehst du dieses Frachtding? Ein Frachtding am grünen Berg? Ja, hier irgendwie so ein Shuttle-Absturz-Ding. Nee. Geradezu. Da hängt im Berg irgendwie so ein... Dann hast du die Spieleinstellung irgendwie anders. Ich sehe zumindest keine. Wo denn im Berg? Der grüne Berg hat zwei große Hubbel, einen rechten und einen linken. Genau, und in der Mitte... Warte. In der Mitte. Ach, und der mittlere Hubbel ist sogar schneebedeckt. Ja, genau. Und unter dem Schnee. Der Tommy spinnt. Nein, komm mit. Ich habe meine komplette Qualität habe ich auf Ultra gestellt. Ja, wahrscheinlich nicht Ultra wie bei mir. Musst du Ultra Tommy-like einstellen. Dann kriege ich aber Augenkrebs. Es ist nicht weit. Es hängt hier auf dem... Huch. Jetzt sagt er gleich, huch, jetzt ist weg. Jetzt sehe ich's. Das ist ja verrückt. Ja, das ist neu, habe ich vorher noch nie gesehen. Wir verschandeln gleich als erstes mal den Berg. Jetzt bin ich gleich oben, habe aber keinen Sauerstoff mehr. Ich will da hoch. Vielleicht finden wir da ein paar schöne... Ich bin oben, aber ich muss wieder runter. Yippie! Ich lass Tommy da mal werkeln und baue mal hier unser Lager weiter aus und räume mal ein bisschen auf. Ja, jetzt gibt nicht mir die Schuld. Was denn? Ich habe nur gesagt, dass ich dich da werkeln lasse. So. Ich bin gespannt, ob wir hier irgendwie... Ob wir da was drin finden. Ja, ja. Ist jetzt ein großes Lager. Und das plöppe ich mal hier drauf. Dann können wir da nämlich die ganzen Ergebnisse unseres Brennofens mal draufpacken. Und können dafür sorgen, dass hier nur Zeug ist, was mit Brennen zu tun hat. Und den auch mal abdocken. Und dann haben wir hier noch ein paar Gemische. Hoppala. So, komme ich da irgendwie rein? Boah, verrückt. Gleich kommst du rüber geflogen zu mir. Das wär's. Glaube ich aber nicht dran. So, in der Turbine selber ist nichts drin. So, und hier haben wir noch
Drei Gemische. Aber interessanter. Hier doch mal wieder halbwegs aufgeräumt. Komm ich hier sonst irgendwie rein? So, und hier oben ist unsere. Ach, wir brauchen dann erst noch Brennstoff. Wie viel? Also. Na, Brennstoff stellt man aus diesem Ammonium-Dingensbummens her. Man braucht dafür aber eine Brennstoff-Raffinerie oder so. Ja, das ist ja kein Thema. Das bauen wir doch gerade. Das haben wir doch. Können wir doch alles irgendwie ohne Probleme herstellen. So, ein Kanister. Cool, volles Zeug gefunden hier. Was denn? Ui. Titan. Kupfer. Und noch so ein Stuhl. Ich glaube, mit Stühlen können wir uns mittlerweile totwerfen. Ja, ich bringe den trotzdem mal mit. Jo, mach mal. Wenn ich hier wieder rauskomme. Ah ne, warte mal, wir können es mit Stühlen gar nicht vorwerfen, vollwerfen. Wir können es mit Druckern, können wir uns vollwerfen. Ja, das auch. Oh, jetzt komme ich da noch raus. Da haben wir immer noch Stühle stehen. Sturm incoming. Der kommt da zuerst bei dir an. Oh oh. Ja, ich bin im Raumschiff irgendwie drin. Dann bleib doch erstmal. Zur Not komme ich nach dem Sturm halt und schweiß dich halt frei. Mach mal bitte, ich komme nämlich nicht mehr raus. Nee, ich werde jetzt während des Sturms werde ich nirgends hinkommen. Obwohl, ich kann ja hier. So, ich gehe jetzt schön brav hier rein, weil der scheint relativ dicht vorbeizuziehen. So, da drüben sieht man den Sturm. Da, wo das Tommy-Symbol ist am oberen Bildschirmrand. Oh nee, ohne Mist. Ich komme nicht mehr raus, ne? Ich komme gleich mal gucken. Ich bring das Auto mit. Aber wie gesagt, erst nach dem Sturm. Huch. Was habe ich denn hier gemacht? Also meine Hoffnung wäre halt, wenn ich hier das komplette Shuttle freilege, dass dann der Shuttle den Berg runterpurzelt und dann in einem anderen Winkel dasteht und du dann doch rauskommst. Das wäre natürlich was. Mal gerade, ob ich vielleicht. Boah, das ist ja irre. Da die Sicht jetzt schlechter geworden ist, ist das Icon, was dich symbolisiert, von meinem Bildschirm verschwunden. Also ich sehe dich nicht mehr. Verrückt. Komm ich hier so nicht irgendwie raus? Kann ich nicht rausklitschen oder so? Ach, das ist ja doof. So, aber ich definiere den Sturm jetzt als vorüber. Wo ist unser Auto? Da. Docke ich das einmal ab. Oh, das ist ja echt doof. Da muss man ja echt aufpassen. Dafür spielen wir doch Multiplayer. Dann kann immer der eine den anderen retten. So, ich muss nach da. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie, vielleicht kann man hier irgendwie raus. Wehe, du kommst dann raus, wenn ich mit dem Auto da bin. Mann! Sie hatten einen Rettungsklabbi bestellt? Ja. Habe ich. Bin schon da. Rette mich mal. Rette mich mal, Alter. So. Du hast ja schon ganz gut vorgearbeitet. Also hast du schon relativ viel freigelegt von dem Ding.
Ich hoffe nur, dass ich keinen Schaden nehme, wenn ich jetzt unter dir... Also wenn ich es jetzt wirklich abbaue und es fällt runter, fällt es halt auf mich drauf. Ja, das Risiko bin ich bereit einzugehen. Aha. Oh, jetzt bin ich auch irgendwie eingebackt. Ah ja, da bin ich. Okay. Ich versuche mal von weiter oben. Von da aus. Ah, okay. Da war Tommy auch schon, aber hier muss man noch ein bisschen was wegmachen. Da ist dieser, der Early Access Fluch. Oh, und du hast mit deinem, mit dem, was du getan hast, hast du Verbinder hast du voneinander gelöst, sodass wir jetzt auch keinen Sauerstoff mehr hier haben. Oh. Hast du noch Sauerstoff? Oder muss ich dir irgendwie noch einen Verbinder setzen? Du hast wieder Sauerstoff, oder? Ja. Ja, an einer Stelle kriege ich Sauerstoff rein, ja. Ich versuche die ganze Zeit. So, also hier ist er abge. Hier ist eine. Hier hängt er nicht mehr fest. Voll doof. Hängt er auch nicht mehr fest. Hilfe! Ja, ansonsten suche ich mir irgendwo eine Stelle, wo ich dann sterbe. Dann muss dann du bist sozusagen. Warte mal, hier vorne hängst du, glaube ich, noch. Du bist sozusagen von oben reingesprungen, oder wie bist du? Ja, irgendwie. Ich bin dummerweise irgendwie. Weil zur Not kann ich ja sonst auch von oben rein bauen. Wir kriegen dich da auf jeden Fall raus. Ja! Das müssen wir machen! Nur bau mir jetzt bitte nicht das Zeug unterm Hintern ab. Also hier hängt er noch ein bisschen fest. Das probieren wir mal mit abbauen, ob er dann runterpurzelt. Jetzt hängt er da im Freien. Ist er da noch ein bisschen fest? Aber ich glaube. Ich kämpfe mich jetzt oberhalb von dir. Von dich oder wie auch immer. Also ich kämpfe jedenfalls. Ja. Ach Mann, was ist das denn hier? Das wird auf alle Fälle eine überlange Folge. Ja, aber dafür halt eine Rettungsmission, ist auch cool. Wink mal. Oh, ich muss mal den Verbinder noch irgendwie so hinstellen, dass ich auch dann weiterhin Sauerstoff kriege. Aber interessant, dass man von oben nicht nach unten bauen kann. Nein! Hi Tommy! Hi Klabi! Okay. So viel zur Rettungsmission. Was machen wir denn jetzt? Wie können wir uns denn töten? Sauerstoff muss leer werden. Ja, aber wir sind doch verbunden. Mit dem Sauerstoff. Hier nicht. Dann töte du dich mal. Ich versuche mal, ob ich hier doch rauskomme. Boah, das ist ja fies. Aber warte mal, bevor ich mich töte. Werde ich meine. Kann ich meine Sauerstoff? Meine. Super. Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich sterbe doch hier nicht einfach so. Man kann nicht einfach so. Man muss dann von unten aufbauen. Ach. So, Klabi, bis gleich. bis gleich. Blöde Falle. Ganz, ganz, ganz doof, ne? Also, ich komme hier raus. Wie denn? Indem ich mir einfach einen Ausgang baue. Wie hast denn du das jetzt gemacht? Ich habe halt Gestein hingebaut, statt weg. Jetzt lauf doch da mal nicht rum. Das habe ich vorhin aber auch versucht. Reicht das schon? Ja! Ja! Ich bin sicher, dass die hier nichts bauen, wo man drin verrecken kann. Also, nichts, wo man festgebackt ist. Aber ich bin gerade festgebackt. Echt blöde Stelle. Klabi hat's geschafft, Alter!
Kannst alles wieder einsammeln hier. Perfekt. Oh. Klabi? Ja? Bist du draußen? Ich bin draußen. Sammel die Verbindungsstücke ein. Die Verbindungen? Wieso denn das? Ne, lass es stehen. Da kommt, hat man doch schneller neue gebaut. Das stimmt. Alter, was für ein... Oh, Gott sei Dank, ich bin nicht gestorben. Es hat vorhin einfach nicht funktioniert. Ich hab's versucht. Ja, du musst auf Alt, glaube ich, drücken. Ja, ne, du Held. Natürlich habe ich das auch probiert. Oder du hattest kein Zeug in deinem Kanister drin. Ah ne, du hast ja ständig abgebaut. Cool, dass du mich mitnimmst. Wo bist du denn? Ich stehe hier rum. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Bist du drin? Jetzt bin ich drin. So, komm, fahr. Das kannst du aber gut. Finde ich auch. So, jetzt will ich meinen Shuttle. Ja, ich schneide vielleicht nachher so ein, zwei. Wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke, dann. So, wie sieht das Shuttle jetzt aus? Also ich habe schon so zwei leere Kanister dran geklipst. Die müssen wir aber mit Treibstoff füllen. Okay. Und Treibstoff stellen wir aus dem Zeug her, das wir vorhin nicht mitgenommen haben. Und das ich auf ihrem ganzen Lager nicht sehe. Scheiße. Ich habe keinen Bock auf ständige Stürme, aber hier kommt tatsächlich noch einer. Also die Stürme sind ein bisschen anstrengend, ne? Fliegt Zeug rum? Noch nicht. Wo bist du denn? Unter der Einfahrt. Sehr schön. Und wir können ein neues Forschungsobjekt anschließen. Das ist gut. Das ist immer gut. Ja, ich weiß nicht auswendig, wie das Zeug heißt. Aber lass uns doch mal die Folge hier beenden. Und dann können wir ja nach dem Sturm in der nächsten Folge dann unser Shuttle auftanken. Was? Jetzt kommen gerade die ja, Dinger. Ich merke es gerade. Ja, lass uns die Folge mal noch nicht beenden, weil ich hing ja jetzt irgendwie fast 10 Minuten da irgendwie fest. Lass mal noch ein paar Minuten machen. Lass uns ja mal selber gucken, schuld. Zumindest in eine Höhle kommen oder so. Wo wir dieses Zeug finden. Weiß ich mal? Ja. Würde ich vorschlagen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie die Abmoderation irgendwie so abbrechen oder so. Aber sonst ist die Folge zu kurz. Ist die Folge zu kurz? Das geht ja auch nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Das kann man doch nicht machen. Hä, wieso kann ich das jetzt nicht untersuchen? Wollen wir in eine der Höhlen gehen, die wir hier unterhalb von unserem Lager haben? Oder wollen wir in die Höhle rüberfahren? Schon mal. Wenn wir zu Fuß eine finden, wo wir das Zeug finden, ist ja super. Wollen wir es mal probieren, oder? Ja. Dann lade ich nur mal mein Zeug mal ab. So, das, was man halt nicht unbedingt braucht. Ich guck mal gerade, weil die ganzen organischen Ressourcen hier, das kann ich alles. Das kannst du im Prinzip an den Rover heften. Die organischen Ressourcen, weil die brauchen wir am Rover. Wenn wir mit dem. Ja, das. So, ich habe Titan Gemisch. Wo sind denn hier unsere Höhlen? Oh, ich habe mich gerade. Oh, ich finde mal, ich muss, glaube ich, Verbindungen bauen. Dann brauche ich Gemisch für, tatsächlich. Hier muss doch irgendwo noch eine Höhle sein. Wo sind eigentlich meine Kanister hin? Die stehen da. Das sind die am Raumschiff ploppen. Also du hast quasi meine Kanister genommen. Na, ich habe halt Kanister genommen, die da waren. Ah, praktisch. Sparsam. So, das heißt, ich brauche Harz. Fliegt denn irgendwo Harz rum? Ich glaube eher nicht.
Haben wir Harz im eisernen Lager? Aber hier habe ich noch Ja, Harz. da müsste Harz sein. Wenn da kein Harz ist, dann haben wir echt einen groben Fehler gemacht. Ne, da ist Harz tatsächlich. Deswegen nutze ich erstmal den einen Kanister. So, dann habe ich zumindest erstmal einen. Wenn ich noch einmal Harz finde, dann baue ich mir noch einen zweiten. So, wollen wir mal gucken, Also ob ich das habe hier jetzt was schon, bringt? du kannst einen Hydrazinreaktor schon mal bauen. Ich habe hier Ammonium. Perfekt. Hydrazin. Haben wir den So, schon erforscht? weiß ich nicht. Hydrazin heißt der Schal, der Brennstoff halt. Ja. Ist erforscht. Würde ich wahrscheinlich auf welchem Dingens? Mittelgroßes Lager? Nee, was ist das hier für ein Ding? Das war der Schmelzer. Wo ist unser Bauteil? Mittelgroßer Fabrikator, ne? Ja, da würde ich vermuten, könnte man wahrscheinlich so einen Hydrazinreaktor herstellen. Ja, kann man auch. Dafür brauchen wir zweimal Kupfer. Wie gut, dass wir hier noch Kupfer rumfliegen haben. Ja, und wir müssten ja auch ein Kupfererz noch im eisernen Lager haben. Richtig, haben wir auch. So, Hydrazin wird gebaut. Hoppala. So. Das ist Kupfererz. Dann haben wir hier Aluminiumerz, eine Ressource, Harz und Gemisch. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwas anderes haben, was wir dann in die eiserne Reserve reinpacken können. Ich glaube es nicht, T aber guck gerne. Titan, Titan. Ne, Titan ist ja quasi das fertige Produkt, ne? Titan ist das fertige Produkt, aber da haben wir, glaube ich, das haben wir nur mal gefunden. Da haben wir noch kein Erz von gefunden. Okay. Okay. Es ist die Frage, wie viel Hydrazin brauchen wir? Tja. Warte mal, ich habe Das jetzt. finden wir auch gleich Hä? raus. Wir brauchen noch eine. Wieso habe ich kein. Ich habe doch abgebaut, wie blöd. Warum habe ich kein Hydrazin? Ressource? Ressource. Hä? Oder muss man da so viel abbauen, dass der noch keinen Stack hergestellt hat? Hier ist Laterit. Brauchen wir noch Aluminiumerz? Zu spät, ich habe es abgebaut. Okay. Ja, bring mal mit. Ich habe jetzt hier. Ja, ich habe noch nicht genug Hydrazin, dass wir damit irgendwas machen könnten. Ich guck mal gerade, wo rennst denn du rum In überhaupt? der Höhle. In der Höhle. Da geht's. Ich glaube, ich habe. Ich glaube, man muss echt aus mehreren Minen Hydrazin abbauen, um dann einen Schlupfi halt zu kriegen. Ich guck mal gerade die Höhlen, die wir schon erkundet haben, mir weiter an. Hier waren wir noch gar nicht so tief drin. Da oben ist noch Gemisch. Dann erkunde ich jetzt mal einen neuen Gang. Ja, da ist noch mal Ammonium. Keine fiesen Pflanzen in der Nähe. Guck mal gerade, ich werde mal hier den offenen Dreisitz. Jetzt habe ich das erste Ammonium hergestellt. Das ist für einen Hydrazinreaktor wichtig, beziehungsweise kannst du mal nachschauen, ob wir Ammonium aus Dreck machen können. Wenn wir denn Ammonium. eine Vorlage haben. Ressourcen extrahieren? Nee. Kein Ammonium aus Dreck. Wir haben kein Ammonium. Ja, ich habe ja ein Ammonium. Die Frage ist, muss ich jetzt hier noch mehr farmen oder können wir aus dem einen dann mehrere machen? Indem wir das Das ist eine eine als. gute, das ist eine gute Frage, das kann ich dir gar nicht beantworten. Du müsstest in diesem Vervielfältigungsding nachgucken, ob man da Ammonium auswählen kann.
Also da steht, im Moment steht das wahrscheinlich auf Gemisch. Das heißt, du tust ein Gemisch rein und tust Erde rein und dann kriegst du Gemisch. Und dann müsstest du ausprobieren, ob man das auch auf Ammonium stellen kann. Ammoniumprobe erforderlich, ja. Okay, geht. Dann reicht es, wenn ich die eine mitbringe, dann baue ich hier noch ein bisschen Aluminiumerz ab und komme wieder. Genau, so machen wir das. Ich habe derweilen den offenen Dreisitzer mal erforscht und versuche jetzt mal den... So, ich probiere jetzt hier noch ein bisschen mein großes Loch zu reparieren, was ich gebaut habe. Beziehungsweise, das kann ich wahrscheinlich nur in der Fahrzeugbucht herstellen, ne? Offener Dreisitzer. Ach, mit viermal Gemisch kann ich den bauen. Das ist doch super. Dann baue ich hier viermal Gemisch drauf. Das ist mir schon wieder viel zu windig hier. Gemisch. Gott, ist das hier. Okay, jetzt druckt er den offenen Dreisitzer da sogar direkt mit drauf. Das heißt, ich kann hier den Rover da wieder hinstellen. Und dann müsste das auch alles soweit funktionieren. Ich bin mal gespannt. Und ich erst. Ich bin richtig gespannt. Mann! Aber ich glaube, wir können jetzt an der Stelle, denke ich, ja. Schauen, dass wir eine hübsche Abmoderation machen. Klabi, du darfst. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für das Aushalten, dass wir teilweise eingesperrt waren. Wir melden uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Klabi und Tommy spielen Astroneer. Macht's gut, bis dahin.